Hallihallo zu einem neuen Video von mir, eurem Bicycle LP. Heute mit einem neuen Projekt und zwar fange ich an, Super Pokémon Rumble zu spielen. Dann geht's auch mal los. Die Spielstadt. Fernab der uns bekannten Welt der Pokémon. Gibt es noch eine andere, die sogenannte Spielzeugwelt? Jeder ist dort willkommen. Auch du. Dreh nur den Wunderschlüssel ein paar Mal und simsalabim. Schon beginnt deine Reise in die Spielzeugwelt. Ort des Auftakts. Also, wie ihr schon sehen konntet, ist man ja in diesem Spiel so eine Pokémon-Aufziehfigur und man bestreitet halt die Welt damit. Feind gesichtet, greife mit A an. Das ist halt das Geld. Ja, wie so ein süßes Pikachu. Du hast ein neues Pokémon als Gefährte gewonnen. Drücke X, um dein aktuelles Pokémon mit einem anderen abzulösen. Achso, also kann man jetzt hier so Pokémon tauschen. Achso. Pokémon vom Typ Pflanze sind schwach gegen Feuerattacken. Löse deine Pokémon mit X ab. Besiegen wir erstmal die hier vorne kurz und dann können wir wechseln. So, jetzt wechseln wir mal kurz. Zu Floink. Ihr seht jetzt zwar nur den unteren Bildschirm, den oberen, aber auf dem unteren ist halt eine Karte zu erkennen. Wie der ganze Umriss der Karte aussieht. Oh, schnell das Pokémon mal wechseln. Zu Serpifeu. Falls ihr das Spiel noch nicht kennt, das sind die sogenannten Stages, die man hier macht. Man hat immer drei Leben oder drei Aufziehschlüssel. Also erst drei Pokémon können sterben und dann hat man verloren und man muss die Ebene nochmal machen. Oh, Feuer. Dann nehmen wir mal wieder Otero. Sogar ein Victini.
Cool, ich habe sogar gefangen. Und jetzt kommt der Endgegner. Das sieht man an den Ausrufezeichen. Und der erste Endgegner ist ein Seekrom. Kategorie reines Schwarz. Dann wechseln wir mal zu Tini. Okay, er hat zwar noch voll viel Leben, aber... Ja, er kann fliegen. Und wir fallen. Super Pokémon Rumble. Kapitel 1. Auf zum Battle Royale. Die Spielstadt. Willkommen in der Spielstadt. Du bist bestimmt auch hier, um dir beim Battle Royale den Meistertitel zu schnappen. Habe ich recht? Auweia, du siehst ja ziemlich angeschlagen aus. Du solltest dich erstmal an unserem Stadtbrunnen etwas erfrischen. Okay, dann machen wir das mal. Jetzt haben wir wieder unsere volle Gesundheit, also die KP. Die KP all deiner Gefährten wurden vollständig geheilt. Gladiantri sagt, wer hat dir erlaubt, dich einfach so am Brunnen zu bedienen? Fragezeichen. Der Brunnen ist für alle da. Wer bist du überhaupt, dass du dich hier so aufspielst? Was? Du weißt nicht, wer ich bin? Dann spitz mal hübsch die Ohren. Du hast es mit dem grandiosen Gladiantri zu tun. Dem zukünftigen Champion des Battle Royals. Ach, du weißt gar nicht, was der Battle Royale ist? Der Battle Royale ist der ultimative Form, ist die ultimative Form des Kampfturniers unter uns Spielzeug-Pokémon. Wir alle träumen davon, irgendwann als Champion gefeiert zu werden. Hahaha. Einer von euch soll der neue Champion werden? Dass ich nicht lache. Lass diesen Kerl nur reden. Wenn du fleißig Kämpfe bestreitest, um starke Gefährten zu finden, muss der Meistertitel kein Traum bleiben. Neue Gefährten erhältst du, indem du die Stadt durch das Tor verlässt und draußen Kämpfe austrägst. Innerhalb von Städten versuchen wir Spielzeug-Pokémon, soweit es geht, auf Kämpfe zu verzichten. Viel Erfolg! Okay, dann gehen wir gleich mal nach draußen, um ein paar Pokémon zu sammeln. Machst du dich auf die Suche nach Gefährten? Dann empfehle ich dir, zunächst mal nebenan im grünen Bereich vorbeizuschauen. Okay, dann machen wir das mal sofort. Also natürlich sieht man jetzt mal wieder nicht den unteren Bildschirm, aber hier ist so eine Karte. Und ja, hier ist der grüne Bereich. Die erste Stage.
Was sagt das Habitat? Dies ist ein Grünbereich. Hier kannst du zeigen, was in dir steckt. Okay. Der Boss ist eine wahrlich imposante Erscheinung. Okay, und versuchen wir mal, den Boss zu besiegen. Und die ersten Pokémon kommen. Guck mal kurz nach. Mein stärkstes Pokémon ist gerade ein Floink. Also spielen wir mal mit Floink. Das Spiel an sich ist eigentlich sehr einfach, da man einfach nur ganz A drücken muss, um anzugreifen. Aber es ist trotzdem ein sehr schön gestaltetes Spiel. Macht sehr viel Spaß. Oh, wir haben 2 Pikachus gesammelt. Und da sind wir auch schon beim Boss. Es ist ein Verkokel. Kategorie Feuerferkel. Okay, da wechseln wir mal. Und nehmen ein Pikachu. Das, was die Pokémon noch fallen lassen, das sind Pokémünzen und auch Pokédollar, wie sie auch immer heißen. Und wir haben ihn besiegt. Sogar haben wir ihn als Partner, Freund gewonnen. Es war schön, das ganze Geld einsacken. Und das Verkokel. Hier sieht man, wie viele Pokémon man besiegt hat. Und zwar 50 Stück diesmal. Und hier die ganzen auch gesammelten Gefährten, welche man alles gewonnen hat. Unten sieht man, auf den unteren Bildschirmen sieht man auch die Stärke und die Attacken. Das ist das letzte und sogar top, das heißt, es ist relativ gut. 2 Attacken können die Pokémon hier maximal haben. Die sind belegt mit dem A- und dem B-Knopf. Herzlichen Glückwunsch! Als nächstes kannst du dir den Waldbereich gleich nebenan vorknüpfen. So, das war es auch schon wieder von meinem ersten Teil Super Pokémon Rumble. Es ist der erste Teil einer ganzen Reihe, deswegen freue ich mich und hoffe auf positive Kritik. Und ja, zudem will ich auch nochmal meine Schwester Debbie herzlich grüßen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und ich freue mich, wenn ich euch im nächsten Video wiedersehen dürfte. Bis dahin, euer Bicycle LP.